so gegen 15 Uhr, vielleicht auch ein bisschen später, vielleicht ein bisschen früher, ich weiß es nicht, erwarten wir hier eventuell aber auch hier drüben, aber vermutlich eher hier, dass der Vater von 10 Kindern nach 24 Stunden die JVA Hamm verlässt. Er war hier 24 Stunden eingesperrt, weil seine Tochter in der dritten oder vierten Klasse sich geweigert hat, am Sexualkundeunterricht teilzunehmen. Ist ja kein Einzelfall. Wir haben ja schon früher immer darüber berichtet, vor allen Dingen in Gelsenkirchen, dass da es doch relativ häufig vorkommt, dass Väter und Mütter, der Mutter des Kindes steht es ja auch noch bevor, einige Tage in Knast verbringen, weil entweder die Eltern oder wie hier in diesem Fall die Tochter nicht am Sexualkundeunterricht in der dritten oder vierten Klasse teilnehmen wollen, weil man das für zu früh hält. So, gegenüber der Agentur für Arbeit befindet sich in Hamm die Justizvollzugsanstalt. Offenbar muss die auch für Ordnungshaft zuständig sein. Wundert mich ein bisschen, weil mir eigentlich bekannt ist, dass Leute aus Soest schon in Gelsenkirchen wegen ähnlichen Sachen eingesessen haben, beziehungsweise Geseke, Soest Geseke, und die hätten dann ja eigentlich auch hierher gebracht werden müssen und nicht nach Gelsenkirchen. Bei den Frauen ist das klar, da gibt es nicht so viele Frauenknäste, da ist sicherlich Gelsenkirchen für zuständig, aber bei den Männern ist mir das nicht so ganz bekannt. Es werden auch noch ein paar Leute mehr kommen. Wir erwarten die Entlassung so gegen 15 Uhr. Und ich hoffe, dass bis dahin noch einige hier eintreffen werden. Also hast du das gehört? Das ist unerhört, sowas. Also, ich glaube, sowas könnte doch nicht... Also, das ist nicht gut. Das muss jetzt endlich aufhören. Also, damit ist es schon. Das reicht. Ungerechtigkeit. So ein Skandal ist das. Keine Schule. Also, sowas können wir nicht mehr ertragen. Das lassen wir nicht mehr zu, sowas. Ja, genau. Nicht mehr in Ordnung, sowas.
Dieses Land wird immer bekloppter. Ja, da geht's erst. Ich merke das schon eine Weile. Ja, ich hab's ja gesehen, ey. Ich hab jahrelang mal hoch. Mit 55 wollte ich noch. Ich wollte noch 1200 Euro Rente kriegen. Ja, hab gewartet bis 60. Ich habe schon ein gutes, habe ich mehr als vorher. Ja. Ja, da habe ich gefragt, wieso krieg ich jetzt krieg ich nur 800, ne? Ich habe gesagt, wieso ist das? Ich habe da jetzt 38 Jahre gearbeitet, ne? Wieso mit 55 so viel und jetzt nur so viel? Ja, ganz einfach, Rentenanpassung. War Ende. Unglaublich. Ja, aber das ist ja egal, was man will, kommt sowieso dazu. Ja, ja.
Ist das noch einer von euch, der ja. SU? Ja. Hallo Bernd. Hi. Hi. Und? Was essen gut? Rasiert hat er sich auch nicht. Unglaublich. Ziemlich trocken war das Essen. Gab auch eine Flasche Bier dazu, ne? Nee, gar nicht. Nee, so eine Scheiße. Es gab nur einen Tee. Ja. Haben wir für Wirbel gesorgt? Ja, ja, auf jeden Fall. Einfach halten. Das ist für mich die Hauptsache. Ja, für alle politischen Gefangenen, ja. Rechtsbürger in den Knast, genau, das ist es. Mehr Rechte für Eltern. Ja, die Russen haben jetzt ein Gesetz erlassen für die Eltern, ne? Und zum Schutz der Kinder. In dieser Hinsicht auch wegen Sexualunterricht und wegen den Pädophilen und das alles. Für den Staat. Es ist ja folgendes. In welcher Schulklasse hat man eigentlich Kochen? Gibt es das noch? Hauswirtschaft oder sowas? Ich glaube, das gibt es in der Hauptschule schon, in der weiterführenden Schule. Ja, aber wieso braucht man eine Sexualerziehung vor einer Ausbildung zum Kochen? Das ist Punkt 1, den ich frage. Punkt 2 ist, wir haben ja auch viele Moslems in den Schulen. Ja. Wenn die Kochunterricht haben, dann muss bestimmt keiner Schweinefleisch essen. Nee. Da nehmen sie dann Rücksicht auf den Glauben. Aber genau. Hier bei den Geschichten heißt es nein, der Staat sagt, das muss und basta, spielt Religion plötzlich keine Rolle mehr. Ja. Das ist so. Erika, hallo. Habt ihr schon so gesagt? Nein. Ich habe doch alles gut überstanden. Ja, ja. Ja. Das ist einem schon komisch da zum ersten Mal so im Knast, aber. Ich? Er war aber nicht so radenlos. Du machst dir schon Gedanken. Wir brauchen, dass es nicht zur Gewohnheit wird. Ja, ich hoffe, dass es nicht noch einmal dahin kommt. Ja, man muss sowas, was wir jetzt hier gemacht haben, müssten wir vor dem Gericht machen. Weil die können ja gar nichts dazu. Nee, das sind nur ausführende Organe. Wir müssen vor dem Gericht das machen, wo die das machen. Auch da die Zettel verteilen, dass es bei dem einen Eltern keine Fehlzeit war, beim anderen ja. Da sieht ja jeder, da kann ja was nicht stimmen. Ja, ja. Das kann ja nicht einmal Hü und einmal Hot sein. Habe ich den Beamten ja auch erzählt. Also am Schluss des Jahres, wenn die Kinder ihre Zeugnisse bekommen, steht da ja so viele Stunden gefehlt, so viel entschuldigt und so viel unentschuldigt. Ne? Ja, was passiert mit diesen Stunden, mit den Unentschuldigten? Gar nichts. Nichts. Und da sind öfters unentschuldigte Stunden. Ja, ja. Könnt ihr mir glauben. Ja, ja. Im Junge, weißt du, wie viele Unentschuldigten da waren? 357. 357. Schilder zu nehmen. Das wird ja hinterher wahrscheinlich zusammengeschmiert.
Aber nicht warten, am besten die ganze Zeit stehen, sodass die ganze Zeit lesen können. Bringt du das nichts? Aber das interessiert dich sowas. Das ist doch gar nicht. Geht dir am Arsch vorbei. Wie gesagt, wenn, dann muss man was vor dem Gericht selber machen, weil die haben natürlich die Möglichkeiten, das noch zurückzunehmen. Der Richter ist der Einzige, der die Möglichkeit hat, da. Auto. Ja, ja. Doch, zur Kamera, ja, weil die ganz hohen Wurzeln. Hör mal, dann gehe ich mal kurz bezahlen vielleicht. Ja. Warte, du nicht umsonst. Ja. Ich habe Geld da. Ich muss laufen. Ja, viele haben wir nicht. Nicht so viel reden miteinander vielleicht, ja? Wir filmen das. Das ist so wie auf dem Markt. Achso. Achso. Wo sind die alle mit dem Papa? Vorsicht, wenn ihr mich. Ja, aber sie wird gerade Aufnahmen gemacht, die kann ja nicht beides. Bisschen näher zu deinem Mann in der Hand. Alles ja, genau, ist schon erledigt. Schwarz. Du hast geplatzt, aber nicht da hinten. Könnt ihr beide aufladen? Ja. Schön, das habt ihr aber toll gemacht. Mit Vielleicht wäre gut, dass du Luise auch daneben steht. Er müsste weg. Luise. Nein, nur du mit deinem Team. Da ist er. Da ist er. Okay. Ah, da ist er. Wir bleiben alle hier, ja? Du kommst mit? Du kommst mit? Ja. Samuel, komm. Ich glaube, ich muss mit. Elita. Alle mal mit. Elita. Also, meine Kinder, alle. Hallo, Kinder. Darf ich gleich filmen? Ja, kannst du machen. Ja, wir fahren auf Fette. Ach, so.
Du hast ja kein Schild, du musst auf dem Schild haben. Bist du von Hamm? Gelsenkirchen. Gelsenkirchen. Okay, dann müssen wir aber mal
Trinken? Ja, also Feuer.
Im Gericht gefilmt? Ja. Nochmal ein bisschen andere Fragen gestellt und so. Vor der JVA. Ja. JVA, genau. Und jetzt wird noch einmal die Demo ein bisschen. Dass man noch ein bisschen mehr Material hat auf Kamera. Sind noch einige dazugekommen? Ja. Ja, das ist das Einzige, was man machen kann. Wenn du da als Einzelkämpfer da stehst, irgendwo bewegt sich gar nichts. Gar nicht, wenn du da sitzt und alleine bist. Wir haben den Ausdruck zu geben, warum wir hier sein. Also wirklich gegen diese Ungerechtigkeit. Ich weiß nicht, ob ihr gestern nochmal von Matthias die Mail gelesen habt, der gesagt hat, die Banker, ja, die kriegen Abfindungen. Und mein Vater muss für diese Nummer 24 Stunden in den Knast. Ich glaube, das ist die richtige Haltung, mit der wir hier stehen und sagen, das ist ungerecht. Dafür stehen wir auch und das macht uns wütend. Und dass ich das auch in euren Gesichtern sehe, das ist jetzt kein Schauspiel, das ist kein Film. Thomas, eine ganz tolle Idee gerade. Wir machen noch ein paar Interviews mit einigen von den Demonstranten. Wenn Benjamin das gleich sagt, dann sagt er das nach. Überleg dir schon mal zweimal vor. Warum sind Sie gekommen? Was? Worin sind Sie solidarisch? Also wir müssen das in den Weg auseinanderschneiden, ne? Fang ruhig schon mal an. Schluss mit Raub der Kindheit durch Frühsexualisierung. 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 Stopp den Sexunterrichtszwang an Grundschulen. 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 Sexualisierungszwang ist Diskriminierung der Eltern. 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 Wie lange schweigt die Politik für diesen Skandal?
Wie lange schweigt die Politik zu diesem Skandal? Wie lange schweigt die Politik zu diesem Skandal? Wie lange schweigt die Politik zu diesem Skandal? Wie lange schweigt die Politik zu diesem Skandal? Wie lange schweigt die Politik zu diesem Skandal? Wie lange schweigt die Politik zu diesem Skandal? Wie? Hat noch jemand einen guten Moment? Kinder, wir brauchen Liebe. Habt ihr das schon? Wir brauchen ganz Liebe und kein Sex. Wir brauchen Liebe und kein Sex. Kinder. Was machst du?
Samsung. Hat mal ein Vater zu einer Kölner, großen Kölner Zeitung wörtlich gesagt, was hier läuft, ist Pornounterricht. Und dagegen wehren wir uns. Und deswegen bin ich hier, weil ich voll dahinter stehe, dass sie muss aufhören. Ich muss aufhören. Wir werden protestieren, ist es auch. War das gut? Ja, und dann habe ich gedacht, da war so ein Moment, ganz interessant, wo die Lehrerin hat gefragt, und Kinder, habt ihr Interesse an Sexualkunde? Und die haben alle gesagt, nein. Und dann hat sie ihnen erzählt, dass es gut ist und das müssen die wissen. Alle haben gesagt, nein. Kann Benni das erzählen? Ja, das habe ich in der Folge. Ja. Ja, er würde das erzählen. Oder die zwei, ja. Ich denke, der schafft das schon. Alle die Situation bleibt hier. Jetzt hören wir, was Jürgen sagt. Einfach im Hintergrund ein bisschen was passiert. Genau. Gleich wird er dir erklären, ja? Er fragt dich einfach. Du hast schon mal an so einem Unterricht teilgenommen. Kannst du uns erzählen, oder? Du kannst ja auch wieder anfangen, warum bist du nicht. Ja, okay. Warte mal eben. So, und läuft? Die soll nicht in die Kamera gucken, oder? Ja, wir können ruhig ein bisschen mal. Versucht mal, unter euch zu sein, zu sprechen. Klar, so ein Blick in die Kamera ist nicht schlimm, ihr seid ja neugierig, ein bisschen zuhören. Aber nicht jetzt alle so gestellt. Ne? Ja. Und läuft. Kannst du mir erzählen, was dich bewegt hat, heute hier hinzukommen? Also ich finde es einfach furchtbar, dass ein Vater ins Gefängnis muss, nur weil ein Kind nicht so ein Schwein haben möchte. Weil ich habe selber auch einmal da so an einem Unterricht teilgenommen und niemand hat da eigentlich Interesse außer ein Mädchen. Ich finde, das ist noch nicht für mein Alter bestimmt. Das ist auch eine Sache für die Eltern. Wolltest du nochmal machen? Schön, wenn ihr mir das gesagt habt. Aber deine Mutter hat so ein bisschen erzählt, wie das war, als die Lehrerin da vorne im Unterricht stand. Ja, stimmt. Also, vielleicht kannst du das nochmal erzählen. Was denn überhaupt? Naja, dass sie gefragt hat, und Kinder, gefällt euch das alles, was wir so machen? Ja. Und dann die Reaktion von deinen Mitschülern. So. Dass du ein bisschen jetzt uns mal einen Blick in die Klasse erlaubst, ne, wie es da gelaufen ist. Da kann ich Ihnen die Frage stellen, wie läuft unsere Sexualpolitik? Hast du Sex? Und dann? Also soll ich dann direkt fragen? Also die Lehrerin hat gefragt, ob es uns. Du antwortest nur auf seine Frage. Versuch dich einfach auf ihn einzulassen, er fragt dich schon. Du brauchst nichts vorbereiten. Und läuft nochmal? Hattest du schon Sexualkunde? Wenn ja, wie war er bei dir? Ja, ich hatte ihn wir mussten da viele Bilder oder so Genitale oder so Schriften und es war wirklich nicht sehr schön. Also unsere Lehrerin hat uns gefragt, und gefällt es euch? Und die Reaktion war sehr negativ und ja, viele Bücher haben gesagt, gefällt mir das eigentlich nicht, weil es auch nicht daran passt. Und nur ein Mädchen fand das halt gut, aber nee, die Reaktion ist nicht gut für uns Kinder. Also es wirkt sehr negativ. Weiter? Sehr schön, wenn du eine Frage hast. Toll, ja. Du kannst ihn ja noch fragen. Aber Linda, du musst ja in der Geschichte. Soll ich es nochmal machen? Frag nochmal nach. Ja?
dann frag doch nochmal. Kann ich jetzt einfach läuft, ja, ja. Wie sieht es bei dir aus? Würdest du auch mal den Unterricht verlassen? Den beim Sexualkundenunterricht? Auf jeden Fall. Also erstens, weil es bestenfalls auch für mein Geistes auch besser ist. Ich habe es auch schon mal gemacht. Und außerdem, die anderen sehen es dann auch. Und dann kann auch eine Kettenreaktion entstehen. Ist denn sowas bei dir vorgekommen in der Klasse, dass dir Schüler gefolgt sind? Nee, noch nicht. Aber sie haben, es kam, jemand hat gesagt, hast du gut gemacht, aber traum ist es halt nicht. Vielleicht ist es wahr. Genau. Schön, Benni, toll. Ja. Wen soll man denn noch fragen? Komm, dann ruf ich dich sofort an. Vielleicht kippt sie ja noch um und zahlt die 30 Euro. Dass ich umkippe? Nee. Nee. Nur über meine Leiche, wenn ich wirklich umkippe. Meine Erben zahlen das. Meine Nachkommen. Und selbst die werden dir nicht zahlen. Solange du lebst. Die Nachbarn sind doch Fiebes, oder? Ja. Wir werden nochmal zum Arzt gehen und die hat ja jetzt gestern einen Brief bekommen, ja? Gestern, ich habe ihn schon erzählt. Ja? Wir werden nochmal zum Arzt gehen. War mir aber klar. War mir klar, ja. Habe ich der Edith schon gesagt? Die Edith wusste das. Die Edith meinte, nee, ich sag nee. Die Frauen aus Salzgruppen, bei denen lief das jedes Mal so. Ja? Oder die waren am Stillen oder sie war schwanger. Aha. Und da wurde sie nicht eingeliefert. Ja, das ist ja sowieso vom Gericht zu Gericht völlig anders. Also, ja, ja. Aber wie gesagt, wir müssten das, was wir hier machen, müssten wir vor dem Gericht machen. Die können nichts dafür. Wenn wir was beeindrucken wollen, müssen wir es bei dem Gericht machen, damit die wissen, oha, jetzt sind wir ja in der Kacke. Die können ja nichts dazu. Diese Aktion hier heute mit diesen ganzen Leuten und mit dem Aufmarsch mit Kamera vor dem Gericht, die sind jetzt sowieso angeschlagen nach der Bustl-Mollat-Affäre.